Mensch, Andi, schön, dich zu sehen. Ja, frohe Ostern. Ja, dir aber auch. Was machst du denn so? Na, Eier suchen. Viel Spaß. Werde ich haben. Oh, Satan, ist das kalt heute. Außerdem ist es hier sogar auf den Sitzplätzen arschglatt. Hey, Rätselkönig, deutscher Meister mit 6 Buchstaben, da kommt Bayer rein. Und wenn da noch ein Buchstabe über ist, ist das ein Druckfehler. Deutscher Meister wird nur der FCB. Nur Süße, hör bitte auf, dieses Lied zu singen. Bitte. Weißt du, ich hänge nämlich an meinem Job und der dicke Onkel hört das gar nicht gern, wenn du solche Sachen singst. Also sei still. Ach, ja, Rudi, ja. Das nenne ich echt saubere Nachwuchsarbeit. Jemisch, wäsch. Nimm den Pfoten weg, du Pappmaß. Ist ja gut. Christoph, du hast dich jetzt seit 4 Stunden nicht mehr von der Stelle gerührt und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt noch atmest. Christoph, sag doch was! Da vorne, da trug das Spiel und du stehst hier rum wie Tiefkühlgemüse. Das geht doch so nicht. Jetzt guck dir das an. Was ist denn mit dir los? Jemand hat meine Schuhe festgenagelt. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Na, da weiß ich doch gleich, wer das war. Der Hoeneß da hinten, der hat doch schon immer einen linken Hammer gehabt. Die schrecken aber auch wirklich vor gar nichts zurück, diese Bayern. Hey, Atze, pass bloß auf. Mann, sieh dich vor. Meine Faust hier riecht echt voll nach Friedhof. Hey, Effendi, mach die Speckmatte Stress. Wenn du ihm zeigen willst, wer hier der Boss ist, kann ich dir dabei helfen, ne? Okay, ich halte ihn fest und du polierst ihm mal eben schnell den Lauschlappen. Tut weh. Ja, zu zweit seid ihr stark hier warm, Duscher. Hey, Fußball ist ein Mannschaftssport. Okay, Locke, dann nach dem Spiel auf dem Parkplatz. Du, Thorsten, jetzt mal ehrlich. Dein Kopf sieht aus, als hätte da jemand einen Pudel drauf überfahren. Nichts für ungut, aber dein Friseur kann doch nicht ganz dicht sein, du. Hört mal, Jungs, das geht so nicht. Wir müssen eindeutig mehr über links kommen. Alle nach links, schon besser. Besser. Sag mal, Ottmar, kann es sein, dass du jetzt ein kleines bisschen übertreibst? Halt du dich da raus und üb jetzt mal Elfmeterschießen. Das ist aber nicht fair, Ottmar. Na und wenn schon, dann heul doch. Hey Männer, mach mal eine Mauer. Komm her. Aber ich will nix in die Mauer. Ach, stell dich nicht so an. Jeder muss mal in die Mauer rein. Nein, aber ich... Pass auf da unten. Hör auf. Oh Gott, meine Kastagnette. Nur keine Panik. Weißt du, wenn man keine Angst hat, passiert einem auch nichts. Und sag mal, Lothar, warum willst du eigentlich in die USA? Ach, Thomas, in Amerika ist es doch viel, viel schöner und besser als wir hier in Deutschland. Die Leute da drüben sind offener und viel kultivierter. Aber klar, ich weiß, was du meinst, Lothar. Hier triffst du ja echt alle Nase lang Leute ohne Manieren. Und welche, die... sich nicht waschen. Ja, und es gibt welche, die... die keinen Respekt vor alten Leuten und haben. Und sich... hä? Öffentlich in der Hose rumgrabbeln. Nee, ehrlich, du, echt, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Weißt du, Wegerl, was mich sowieso an Deutschland really langsam nervt, sind diese 1000 Talkshows, furchtbar. Ich meine, die gibt's in New York natürlich auch, aber da verstehe ich die wenigstens nicht. Außerdem heißen Talkshows da auch was ganz anderes, nämlich Hundeschau. Und ich kann schon noch mehr Englisch, mal Hello Barl, abseits, total easy. Und was sagst du, wenn du so eine scharfe Braut wie die da hinten abschleppen willst? Hä? Was sagst du dann? Ja, sehen, ich zeig dir mein Konto aus. So. Nicht schlecht. Hey Mario, weißt du eigentlich, was man sich für 4,5 Millionen alles leisten kann? Ja, zum Beispiel einen guten Friseur, der einem nicht so eine tuntige Tolle macht. Hey Großväterchen, warst du nicht früher mal Trainer bei einer Bundesligamannschaft? Ach Mario, gut, dass Sie kommen. Sagen Sie mal dem Buchser... Tut mir leid, Meister, aber ich höre nicht auf Zuschauer. Ja, aber dieser Zuschauer schmeißt Sie gleich aus der Mannschaft. Du, ich bin schon ganz heiser. Immer diese verfluchte Brüllerei. Alles muss man hier alleine machen. Hör mal, könntest du nicht auch mal was sagen? Nee. Oder interessiert dich das Ganze gar nicht? Nee. Ich kann doch nicht die Verantwortung für diesen Haufen junger Leute ganz allein übernehmen. Das schaffe ich nicht, ehrlich nicht. Weißt du was, ich lass mich umschulen. Sag mal, Jürgen, kann es sein, dass es bei dir wieder losgeht? Ich bin nervös, Mann. Hast du wieder Zuckung? Nein. Helf mir! Keine Sorge, Coach, ich hole eine Spritze! Es ist noch nicht vorbei. Es zuckt noch immer. Vielleicht solltest du dich einfach mal hinsetzen. Gute Idee, jetzt geht's wieder. Na bravo. Die Spritze kommt ja gleich, Jürgen. Sag mal, willst du nicht mal zum Arzt wegen dieser
dieser Sache. Ja, das habe ich mir auch schon mal überlegt, aber es ist ja nicht so dramatisch. Ich mache echt Sorgen. Naja, gut, wie du meinst. Du brauchst echt Hilfe, Jürgen. Jürgen, das war doch der Torwart von denen. Der darf nicht passieren. Du, hör mal, ich hab deine ewige Widerrede langsam satt, du neunmal kluger Hilfsgehilfe. Ich war schon im Geschäft, da warst du noch Quark im Schaufenster. Oberlehrer. Sag ich ja. Wie war das? Ich würde dir nie widersprechen. War das Ironie? Nein, das war der Deißler. Blitzmerker. Haben Sie das gerade gesehen, Mann, was da passiert Nein, ist? Nein, Trainer, ich habe die ganze Zeit darüber geguckt und wissen Sie, was da Nein, passiert ich ist? Ich habe ja die ganze Zeit dahin geguckt. Gut, okay, dann gucke ich jetzt auch dahin. Jürgen, lass das. Jürgen, die Leute gucken schon. Mensch, hör auf, so komische Geräusche zu machen. Was? Hör auf mit den komischen Geräuschen. Als wenn ich Geräusche mache. Hey! Mann, wir sind echt so verdammt weit weg vom UEFA Cup! Und so furchtbar weit weg von zu Hause. Entschuldigung. Tor! Ja! Das war das 1:0 in der 89. Spielminute. Torschütze für den FC. Zachi? Du, ich glaube, ich muss dir was sagen, Zari. Wir haben heute die Auswärtstrikots an. Wir sind gar nicht die blau-weißen.